Heute sind neue Details zu den höchst eigenartigen Ermittlungen rund um Bakary C. bekannt geworden. Das ORF-Magazin Thema hatte ja gestern berichtet, dass sich vier Männer als Polizisten ausgegeben und die Wohnung des Gambiers im April durchsucht haben. Und während es gestern noch hieß, dass es sich dabei zu 99% nicht um Polizisten gehandelt habe, bestätigt die Polizei heute plötzlich doch, dass Beamte der fremden Polizei ermittelt haben. Was steckt da dahinter? Soran Dobric hat nachgefragt. Am 21. April stehen vier Männer vor der Wohnung des Gambiers Bakary C. Er selbst hat gerade die Wohnung verlassen. Ein Freund von ihm ist aber in der Wohnung und öffnet diesen Männern. Sie geben sich als Polizisten aus, sagt er. Sie haben mir weder einen Polizeiausweis gezeigt, noch einen Durchsuchungsbefehl. Sie haben die Wohnung durchwühlt. Ich habe mich nur gefürchtet. Gestern noch reagiert die Polizei per Mail und teilt mit, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Polizisten in der Wohnung von Bakary C. waren. Heute dann die Kehrtwendung. Es waren doch Polizisten, Beamte der fremden Polizei. Dem Einsatzbericht der vier einschreitenden Beamten zufolge sind sie in die Wohnung gegangen, haben den Mann einer fremdenrechtlichen Identitätsfeststellung unterzogen. Aber es gibt keine Dokumentation, dass es eine etwaige Nachfrage nach Bakary C. gegeben hat. Die Anwältin von Bakary C. ist über diese Stellungnahme der Polizei entsetzt. Also es ist einiges falsch gelaufen. Zunächst einmal ist der Bakary C. nicht informiert worden. Er ist der Wohnungsmieter, er ist dort ordnungsgemäß gemeldet. Die Amtshandlung hätte natürlich auch in seiner Anwesenheit stattfinden müssen. Das heißt, dass da vorab keine Information stattgefunden hat und man im Nachhinein nicht einmal eine Anzeige aufnimmt auf seine Meldung hin bei der Polizeiinspektion, das war definitiv inkorrekt. Noch am Tag des Vorfalls meldet Bakary C. hier, dass vier Polizisten seine Wohnung durchsucht haben. Dem Einsatzbericht der vier Beamten zufolge ist es zu keiner Hausdurchsuchung gekommen oder auch zu keiner Wohnungsdurchsuchung gekommen. Es wurde lediglich die Identität des Gastes festgestellt, der sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befunden hat. Und somit ist für die Polizei hier in weiterer Folge kein Schritt zu tätigen. De facto gehört diese Amtshandlung, wenn es denn so eine gewesen sein soll, vor die Strafgerichte. Wenn das jetzt nicht seitens des Staates initiiert wird, dann werden wir das veranlassen. Ob die Polizei von Bakary C.'s Anwälten wegen dieses Einsatzes geklagt wird oder nicht, hängt von der Aussage des Freundes ab, der die Tür geöffnet hat. Bisher wurde er nicht einvernommen.